So, und wir kommen zurück. Keine Zeit verlieren. Wir spielen direkt weiter. Herzlich willkommen zurück. Wir kämpfen und tu es wieder gegen die Tussi. Wer ich noch keine Ahnung habe, wie ich die eigentlich besiegen soll. Hat mal nach. Okay, das hat keinen Sinn. Findet uns sowieso. Scheiße, wie kann ich die verbrennen, die Alte? Ich hab keine Ahnung. Warte mal kurz, wir könnten mal probieren, Bolzen-Typ, wie viele Kältebolzen haben wir noch einen? Okay. Nix. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Die weiß immer, wo ich bin. Das bringt auch nichts. Ah. Okay. Das Spiel hat uns gerade einen Hinweis gegeben. Pass auf. Ja, da wären wir doch schon gewesen. Mach was. Verstehe. Ja, komm. Benimm dich. Ja, warte mal. Irgendwie vorbei. Ist die Tussi. Da, natürlich an der falschen Stelle. Jetzt noch mal das. Da. Nein. Wieso schießt der einfach nicht?
Lauf, 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 lauf. Was sind Sie? Jeez, was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Alter. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Ich bin so gerade so fertig. Sowas habe ich mir, um ehrlich zu sein, schon gedacht, dass das noch nicht das Ende war. Obwohl gerade der Bosskampf gegen den Pastor schon ziemlich geil war. Ehrlich zu sein. Sie hat erstmal hier alles in Schutt und Asche gelegt, den ganzen Turm auseinandergenommen. Müssen wir hier runter? Da unten liegt der Pastor, Trottel. So, aber die Frage ist, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich hier. Aber wir gucken mal noch kurz. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist nichts. Okay, okay, okay. Alter. Gegen den Kettensägenmann aus dem ersten Teil, gegen den Kastenkopfmann aus dem ersten Teil und gegen die Olle aus dem ersten Teil. Alter. Ach, Herr je. Oh Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Kapitel 15, das Ende dieser Welt. Suche nach Myra. Ja, gut. Ich glaube, die Suche dürfte sich etwas schwierig gestalten hier angesichts dieser zerstörten Welt. Guck dir das an. Union ist jetzt vollkommen im Arsch. Alles ist kaputt. Alter. Spiel, du schaffst, du schickst mich immer wieder von vorne. Hier die ganzen kaputten zerstörten. Alter. Bleh. Leichen und alles, der ganze Klipper. Was soll das sein? Wachs? Oh oh.
Verdammt! Myra, wo bist du nur? Ja, das ist eine gute Frage. Überall Bewohner der Stadt, ehemalige Bewohner auch. Ist, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Hier können wir nicht lang, okay. Ich lass die jetzt einfach mal in Ruhe. Ich meine, was soll schon passieren? Alter. Guck mal da unten. Können wir da irgendwie hinab? Also, ich würde gerne hier hinab, aber irgendwie glaube ich, lässt das Spiel uns gerade nicht so. Wir nehmen noch ein paar von dem und noch ein paar von dem. Schießpulver, Rauchpulver, Armbrustdings. Wisst schon, was ich meine? Was heißt das? Okay. Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Oh. Verdammt! Du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Folge Myra durch die Überreste von Union. Da hängt der nächste Spiegel schon wieder. Das heißt, wir kommen wieder zurück. Irgendwohin? Keine Ahnung wohin. Hier finden wir Patronen. Danke. Danke. Alter, mich interessiert so, was mit der Myra passiert ist. Oder beziehungsweise, warum sie so ist. Okay, hier können wir nicht durch. Das macht mich wahnsinnig. Feuerlöscher, hier ist wieder der Spiegel. Dein automatisches Speichern. Guck mal. Da unten müssen wir irgendwie noch an die Kisten dran kommen. Miau. Gibt es eigentlich was Neues? Haben wir was Neues entdeckt oder so?
Bin gespannt, wie sie sich aus der Hölle rausreden, Wallace. Ich wollte gerade sagen, kein blöder Spruch. Ah, guck mal, die seltsamen Gegenstände, die wir gefunden haben. Die scheinbar für uns einen großen Wert besitzen. Inklusive der Katze. Und hier ist immer noch Kidmans Arbeitsplatz. Ist das Parfum? Keine Ahnung. Projekt, da haben wir leider keine neuen Dias gefunden. Oh, leck, verdammt, ey. Waffenverbesserung. Können wir noch 395 Waffenteile? Das Ding haben wir noch gar nicht ausprobiert. Wir machen einfach mal, was soll schaden, was soll schon passieren? 100. Okay, sind unsere Waffen eh wieder begrenzt. Was sieht's denn da aus? Für den 4450 G haben wir noch einen Schlüssel? Nee, ne? Ich bin eigentlich nur zurückgesprungen, glaube ich, zum Speichern an dieser Stelle. Also richtigen Speichern. So, da sind wir jetzt schon Kapitel 15. Heieiei. Weiter geht's. Wir folgen natürlich durch die Stadt. Bleibst du liegen? Die Frage ist natürlich nur, überleben wir das? Beziehungsweise, da ist einer, da muss der andere weiter vorne sein, glaube ich. Sind wir hier jetzt tatsächlich alleine oder? Der andere, der muss doch hier irgendwo sein. Es gab doch zwei. Na egal. Oder sind da noch andere Wesen? Mach uns lechzen. Alter. Myra! Nein! Ja, genau solche meinte ich. Diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. So, komm, ich bin ein Jumpscare. Warum? Au! Alter! Alter! Ist das nur... Hau ab! Fall der nächste. Oh. Was macht der denn? Thank you.
Das war zu langsam. Alter! Schnell der ist! Nimm! Au! 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 Was ist mit dem falsch? Die schlagen ordentlich zu, verdammt! Wieso schieße ich immer daneben? Warum nicht gleich so? Okay. So. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Ja, komm. So, wir sammeln hier noch schnell die Sachen ein, die da rumliegen. Zum Beispiel, die Flasche brauchen wir nicht, aber hier das Gel können wir noch mitnehmen. Eieiei. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viele Sachen rumliegen. Die einfach ultra scheiße und schwer zu besiegen sind, die Drecksdinger. So, weh, hier steht jetzt nochmal einer auf. Könnte aber der Fall sein, hier bekommen wir noch ein paar Nägel. Elektrobolzen für die Schrot haben wir noch. Flasche brauchen wir nicht. Das nehme ich gerne mit. Vielen Dank. So, das da auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn die Zeit für heute ist schon wieder leider rum. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Euer Pulsar. Tschüss.